Und herzlich willkommen zu unserem zweiten Video in der inzwischen 32. Folge von unseren Landwirtschaft-Let's Plays. Und wir haben jetzt gerade hier, wir sitzen im New Holland und ja, wir haben hinten Hackschnitzel drin. Die werden wir jetzt mal wegfahren. Wir haben ja letztes Mal ein Feld geschafft zu ernten und bald wird es auch wieder losgehen mit den Multiplayers. Aber bislang lohnt sich das noch nicht. Wir möchten auch mal so ein bisschen was zeigen und das schafft man im Multiplayer meistens ja leider nicht. Ja, die Ressourcen habe ich alle weggefahren. Den Mähdrescher habe ich schon ins nächste Feld reingestellt. Und wir können dann weiter die Felder abernten. Mit den Ressourcen habe ich ungefähr 115.000 Euro Gewinn gemacht. Die habe ich einzeln weggefahren mit unserem kleinen Brandnerhänger und langsam wird Zeit für was Neues. Ja, und für was Neues habe ich mich mal erkundigt und habe auf die Seite, werde ich natürlich nicht sagen, Elite-Bits natürlich was Tolles gefunden, und zwar einen Meat-Mod. Ein Meat-Mod habe ich gefunden. Da kann man Fahrzeuge mieten für einen Stundenpreis und dann auch wieder abgeben. So, und der Vorteil liegt daran, gerade am Anfang hat man wenig Geld und auch, sage ich mal, wenig Lust, sich dann neue Maschinen zu kaufen, um dann wieder von vorne anzufangen und das Budget jedes Mal wieder von vorne aufzufrischen. Also das nervt und ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Vor allem kann man hier, wir sehen rechts Mais, da können wir dann schön mit Krone Big X einmal durchjagen. Und das werden wir auch machen. Den Mod zeige ich gleich mal, weil wir haben, upsala, wir haben vor, gleich hinten eine Wiese noch zu schwadern. Die wurde nämlich schon gewendet und dann können wir vielleicht heute auch noch ein paar Ballen machen. Hier will ich rein. War ja klar. So. Übrigens gefallen mir im Bergmod sehr die Felder. Nicht einfach so viereckig, sondern ein bisschen anders halt mal, und sieht ganz schön schlecht aus. Also ich find's nicht schlecht. Also natürlich ist das Geschmackssache, aber für die Größe auf jeden Fall ordentlich gehalten. Und ja, eine Sache wollte ich noch gesagt haben. Ah ja, wir werden auf jeden Fall gleich einen Steyr kaufen. Und wieso ein Steyr liegt, das liegt daran, es wurde gewünscht, dass wir mehr mit dem Steyr arbeiten, und da haben wir uns natürlich gesagt, dann lohnt es sich doch mal, einen Steyr zu mieten. Nicht zu kaufen, zu mieten natürlich. So, und das werden wir auch gleich tun. Einmal eine kurze Runde drehen. Das kriegt der Helfer eh nicht auf die Reihe. Hier will der Wasser wahrscheinlich dann wieder rum. Dann stellen wir den mal flott auf Seite. Da könnte er schon. Ja, und ich erkläre das eben mal. Wir gehen. Hier sind wir im Hauptmenü. Wir gehen jetzt rein in. Hier, genau, Mods. Das ist leider. Also es gibt mehrere
Varianten. Es gibt auch mehrere Mods dafür, Meat-Mods, aber den habe ich bislang am besten gefunden und der funktioniert auch mit dieser Map. Gehen wir auf unseren Schlepper. Ja. Gehen auf unseren Dreher. Wo haben wir? Da. Und ja, man sieht jetzt Unterhaltskosten 21.000 Euro am Tag und kostet 1.000. Diese 21.000 Euro am Tag muss man mal durch 24 rechnen. Dann sind wir bei 875 Euro und 875 Euro in der Stunde kostet das Ganze. Das heißt, wir müssen auch die Zeit runterdrehen, damit wir möglichst günstig dabei bleiben. Und das ist, ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber es ist auf jeden Fall nicht so viel. Und dann kann man es mal machen. Wir machen es jetzt. Wir kaufen den. Und wir kaufen noch einen Schwader dazu. Und zwar den hier. Richtig. Das ist nämlich am günstigsten. So, und Zeit ist runtergedreht. Was der Drescher macht, weiß ich nicht. Was macht der für einen Scheiß? Ich hoffe, er kommt jetzt da rum. Ja, ja, das kennen wir ja. Ist okay, ich lasse es. So, da ist er doch. Unser Steyr Multi. Brauchen wir nachher nicht zum Händler zurückfahren, können wir direkt wieder im Shop verkaufen. Und wir haben Glück, die Wiese liegt hier ja relativ nah. Sodass wir auch hier direkt schon anfangen können. So, da ist er doch. Ups. So. Wie fangen wir denn an? Am besten so, ne? Immer die Frage, wie am besten. Ach, das ist doch schon toll. Jetzt will das nicht. Keine Lust, gleich 1000 Haufen dazu liegen zu haben. Das ist heute echt nicht mein Tag. Oder auch nicht der Tag des Schwaders, ich weiß es nicht. Nee, ist nicht mein Tag. Ist nicht mein Tag. Tut mir leid. Aber auch ich habe mal einen schlechten Tag. Läuft da ganz gut. Natürlich hätten wir jetzt auch den Breit nehmen können, aber das ist nicht, erstens nicht realistisch und zweitens zu teuer. Wir müssen sparen. Ist einfach so.
vielleicht schon wieder zu Ende. Das ist ja lustig. Nee. Heute ist Katastrophe. Ist echt Katastrophe. Raps. Wurde auch ziemlich komisch gemacht. Naja, wollen wir uns mal nicht drauf begeben und die Ausrede suchen. So, die Bäume in der Mitte, die werden wir wahrscheinlich mal absägen, können wir so durchmähen. Die Mähtextur, also beziehungsweise die Grastextur ist übrigens super gelungen, wollte ich noch erwähnt haben. Und wie die meisten von euch auch jetzt bei Facebook gelesen haben, die 1.0 ist im Anmarsch, die wird in ca. anderthalb Wochen, 2 bis 1,5 Wochen wird die auf dem Server sein zum Downloaden, und da freuen wir uns eigentlich schon ganz doll drauf, weil dann können wir endlich die Map mal in der Vollversion spielen und mal schauen, was sich so geändert hat. Vielleicht hat das PTA sich dann auch bis dahin schon eingerichtet. Bin ich auf jeden Fall gut, dass die Leute so dran sind an dieser Map, also vor allem das dran gearbeitet wird, weil gerade so kleine Maps, die sind, ich finde die klasse, ich finde die einfach klasse. So, was machen wir denn jetzt mit dir? Fahren wir um links rum. Bei der Frage, was machen wir jetzt? Machen wir Quaderballen, machen wir Rundballen, habe ich mich entschieden, Rundballen zu machen. Und wieso, werdet ihr im nächsten Video auf jeden Fall erfahren. Ups, hola. Und dafür, dass ich noch gesagt habe, nee, nie wieder Rundballen, wer vielleicht die ersten Folgen gesehen hat, der wird wissen, dass wir gehatet haben. Richtig gehatet. Übrigens sollen als aktuelles Thema mal zwischendurch Rundballen ja abgeschafft werden, habe ich gelesen. Und klar, kann ich nicht verstehen wieso, aber es soll ja laut der Grünen, den Grünen, unwirtschaftlich sein. Naja, unwirtschaftlich, die können ja ins Rollen geraten, ne? Ja, meine Meinung wird euch mal, würde mich mal interessieren, was ihr dazu hältet. Sollen denn die Rundballen abgeschafft werden, und wenn ihr einen Hof habt, was macht ihr denn eigentlich? Macht ihr Rundballen oder macht ihr Quaderballen noch? Das würde mich mal interessieren. Ja, ich weiß noch damals, die Quaderballen, die wir einzeln auf den Hänger verlegen mussten. Das war was Lustiges. Naja, so richtig lustig war das auch nicht. War viel Arbeit verbunden mit. So, das war ja auch jetzt mal wieder total unnötig. So, was haben wir denn hier vergessen?
Tester hier macht sich auf jeden Fall hier einen schönen Jut. So, und ich... So. Ich meine, das wäre es gewesen. Da hatten wir eigentlich gar nichts mehr. Ich habe nur dieses Feld gesehen. Alles andere war... Tabu. Vielleicht schauen wir mal zwischendurch, was der Mähdrescher macht. Jo, fährt sich natürlich mal wieder fest. Ist aber auch ehrlich gesagt voll. Wieso kann er das jetzt mal wieder nicht aufladen? Vielleicht weil es eine andere Fruchtsorte ist, ja. Okay, dann wollen wir mal den Hänger gleich leeren. Toll. Vielleicht kommt er ja rum, wenn ich die Reiner wegmache. Das könnte sein. Da wenigstens noch einmal hin und zurück, ohne dass wir was machen müssen. Wäre natürlich ganz schön praktisch. Fällt gerade ein, man könnte theoretisch auch mit dem Schwader gleich hier die Reihen vernünftig machen, dann hätte man mindestens Stroh, was man pressen könnte. Dann lassen wir den Schwader definitiv noch hier, dann lohnt sich das Ganze auch. Ja, die Zeit ist ja sowieso relativ... Ja, die ist ja nicht vorgestellt, dann kann man das ja machen. Wieso macht er jetzt Rundumleuchten an? Ich verstehe es manchmal nicht. So, da geht's hin. Hoppla hopp. Naja, war ja viel. Also wieso er jetzt die Rundumleuchten hat und sonst nicht, ich verstehe es manchmal echt nicht. Jo, genau, tu es auf die Schaufel. Dann hole ich direkt den Steyr bis hier. Ja, was denn jetzt? So, hole ich den Steyr direkt bis hier. Und hier kann dann noch gedroschen werden und hier haben wir noch genug frei. Und Schluss ist 42,5. Vielleicht für Ballen auf Land brauchen wir den nochmal, aber
gucken wir mal. So viele werden es ja wahrscheinlich auch nicht werden. Was macht der denn jetzt da unten? Fängt er schon wieder an, nur die Hälfte zu nehmen? Ich glaube es nicht. Jo, der macht sich jetzt aber auch hier einen Aufwand. Doch ganz schnittig aus. Ja, wir haben die Zeit gleich wieder um. Das heißt, wir werden den Mähdrescher jetzt noch flott zum nächsten Feld bringen und danach sehr brav gemacht. Danke. Hast aber was vergessen, Kollege. Wir werden den Mähdrescher noch schnell wegfahren und dann geht's in der nächsten Folge weiter, weil das schaffen wir jetzt alles in einer Folge leider nicht. Und ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen natürlich. Und vergesst nicht, ich möchte wissen, wie steht ihr zu den Rundballen und zu den Quaderballen. Und wenn ihr sowas schon macht, ja, ich stehe jetzt vor einem großen Problem, ich weiß. Dann lasst es uns doch wissen. Schreibt es in die Kommentare und wir freuen uns schon auf die nächste Folge, die dann hoffentlich bald erscheinen wird. Bis demnächst.